In der heutigen News-Ausgabe habe ich folgende Themen für euch. Schumacher und Mazepin bleiben 2022 bei Haas, streamt Netflix bald die Formel 1, Miami Grand Prix Datum bestätigt, Red Bull wechselte Motor bei Verstappen. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zum News Video Comeback nach 12 Monaten. Bevor ich euch gleich die News auf eurem Bildschirm präsentiere, habe ich auf meinem Instagram Account unter diesem Post einen Text verfasst, wie die News in Zukunft ablaufen werden. Schaut da gerne mal rein, dann wisst ihr Bescheid. Mick Schumacher und Nikita Mazepin werden auch 2022 für Haas fahren. Das hat das Team offiziell bestätigt. Teamchef Günther Steiner sagte vor ein paar Tagen, dass die Entscheidung noch vor dem Russland Grand Prix fallen wird. Apropos Fahrer, Haas denkt über die Einstellung eines erfahrenen Reservefahrers für 2022 nach. Derjenige soll Schumacher und Mazepin bei der Entwicklung des Autos helfen. Schumacher wurde in der Vergangenheit immer wieder mit dem noch freien Alfa Romeo Cockpit in Verbindung gebracht, aber das wird aller Voraussicht nach von Guan Yu Zhou besetzt werden. Was haltet ihr vom Haas-Line-Up? Schreibt es in die Kommentare. Werden wir in Zukunft die Formel 1 auf Netflix sehen? Die Streaming-Plattform ist für die Formel 1-Fans mittlerweile ein Thema geworden, denn aktuell gibt es ja die Schumacher-Dokumentation und die Doku-Serie Drive to Survive. Netflix-CEO Reed Hastings hat gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel verraten, dass sie sich vorstellen können, bei den Live-Rechten an der Formel 1 in Zukunft mitzubieten. Vor ein paar Jahren, als die Formel 1 an Liberty Media verkauft wurde, gehörten sie noch nicht zu den Bietern. Auf der anderen Seite sagte CEO zum Thema Live-Sport, sie machen Unterhaltung und keinen Journalismus, der bestimmte Standards haben und ethischen Leitsätzen folgen sollte. Auch von Live-Sport lassen sie die Finger. Bei Sportsendungen haben sie keinerlei Kontrolle über die Quelle. Meint ihr, das wird in Zukunft was mit Netflix und der Formel 1 oder bleibt das so wie jetzt auch? Schreibt es in die Kommentare. Nächstes Jahr fährt die Formel 1 zweimal in den USA. Einmal in Austin im Herbst und einmal im Frühsommer in Miami auf einer nagelneuen Strecke, die noch fertiggestellt wird. Der Streckenpromoter hat am Donnerstag offiziell bekannt gegeben, wann der Miami Grand Prix stattfinden wird. Markiert euch im Kalender schon mal den 6. bis 8. Mai, denn da findet das Premierenwochenende in Florida statt. Der Bau des Miami International Autodroms auf dem Gelände des Hard Rock Stadiums ist seit der Verlegung des superglatten Asphaltes für Racing weiter fortgeschritten. In den kommenden Wochen werden Ticket- und Hospitality-Optionen für die Premierenveranstaltung vorgestellt. Red Bull hat Verstappens Motor gewechselt und er wird aus der letzten Reihe neben Leclerc starten. Max Verstappen hat die Strafe schon seit der Sommerpause, denn bei den Grand Prix von Großbritannien und Ungarn wurden zwei Honda-Aggregate bei Unfällen beschädigt. Dadurch benötigte er zum vierten Mal in dieser Saison neue Motorenteile, was bedeutete, dass er ein Rennen vom letzten Startplatz aus beginnen muss. Red Bull hat lange darüber nachgedacht, wo die Strafe verhängt werden soll, um den Schaden so gering wie möglich zu halten, und hat sich für Sochi entschieden. Das bedeutet auch, dass die 3-Plätze-Strafe in der Startaufstellung, die Verstappen für seine Kollision mit Hamilton in Monza erhalten hat, gestrichen wird. Was glaubt ihr? Was schafft Max am Sonntag bzw. welche Position wird er einfahren? Schreibt es in die Kommentare. Zum Schluss des Videos habe ich hier den Community-Kommentar für euch. Der kommt dieses Mal von Redstone Malone und er fragt, hast du vor, Hashtag FragMike zu reaktivieren oder werden die FAQs aus dem Stream genommen? Ja, das wird reaktiviert. Ich würde sagen, 2/3 von YouTube und 1/3 von Twitch. Aber falls Fragen auftauchen, stellt sie mir bitte mit dem Hashtag FragMike für die nächste Ausgabe eines FAQs. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben und vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Ciao.